Sie haben bereits in den vorangegangenen AgriSmart-Beiträgen eine Vielzahl von Methoden, Maßnahmen kennengelernt, Verhaltensweisen und auch hier und da Dinge, mit denen Sie Ihre Lebensqualität verbessern können. Und es ist erstaunlich, wie effektiv man doch mit anscheinend geringen Maßnahmen seine Lebensqualität verbessern kann. Immer wieder erstaunlich. Und ich habe auch in der Vergangenheit schon mehrfach darüber gesprochen und Sie informiert, welche Möglichkeiten wir haben mit AgriCare. Das ist eine ganz spezielle Körperpflegemethode, voranzukommen, indem wir die zu den Erkrankungen gehörigen Parasiten, das sind Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und Einzeller, wie wir diese beseitigen können und damit gute Voraussetzungen zu schaffen für eine bessere Lebensqualität unter den Bedingungen Leben ohne Krankheit. Also haben Sie schon eine ganze Menge festgestellt und es ist immer wieder erstaunlich, wie effektiv das doch ist. Wenn man die Methode nur kennt, dann kann man sie leicht einsetzen, denn sie hat ja keine Risiken. Uns ist es ein Bedürfnis, denjenigen, die AgriCare benutzen, immer wieder aufzuzeigen, wie sie ihre Arbeit verbessern können und wie sie noch besser und anhaltender zu Leben ohne Krankheit kommen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Und so haben wir jeden Montagabend einen Workshop. Und ich möchte Ihnen mal aus der Vielzahl, die es gibt, wir haben mit AgriCare die weltweit größte Frequenzmustersammlung, die es gibt, also sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Aus der Vielzahl möchte ich Ihnen mal anhand eines Mitschnitts, eines Workshops, den wir jeden Montag durchführen, möchte ich Ihnen einmal darstellen, was für Möglichkeiten in den verschiedenen Situationen man hat und wie gut damit Anwender von AgriCare zurechtgekommen sind. Wenn es mir denn gelungen sein sollte, Sie interessiert zu machen, Sie zu Interessenten an AgriCare zu machen, aus Ihnen Interessenten für AgriCare, dass aus Ihnen Interessenten für AgriCare werden, dann habe ich unter diesem Video auch einen Link zu einem Dokument, das heißt erste Informationen von AgriCare und die können Sie sich mal durchlesen. Vielleicht gibt es dort wieder neues Wissen für Sie. Also, seien Sie gespannt. Wir beginnen jetzt und ich spiele Ihnen die Aufzeichnung vor, die, wie ich denke, sehr interessant sein könnte für Sie. Ich wünsche einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Teilnehmer, an diesem Live-Workshop und ich begrüße gleich vorsorglich diejenigen mit guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, zu welcher Zeit Sie, meine Damen und Herren, sich die Aufzeichnung dieses Workshops ansehen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem vorweihnachtlichen Workshop zu AgriCare. Sie wissen, unser AgriCare Workshop hat zum Ziel, durch effektiveren Einsatz, durch besseren Einsatz, durch erfolgreicheren Einsatz von AgriCare, Ihre Lebensqualität, unsere Lebensqualität zu verbessern. Also nochmals schönen guten Abend. Ja, was haben wir uns heute vorgenommen? Ich habe wieder einige Slides, also einige Folien vorbereitet, die Sie sich jetzt schon herunterladen können als PDF. Ich gebe sie jetzt im Moment und für den ganzen Abend frei zum Download. Und ich starte jetzt die Sie dann auch auf dem Bildschirm sehen können. Ja. So. Das ist nicht der Anfang. Der Anfang ist natürlich immer der 21. Dezember, heute. Und ich möchte gleich Fragen entgegenkommen. Am 28. Dezember 2020 findet unser nächster Workshop statt. Und dann wiederum am 4. Januar 2021. Also bei uns fällt ja nichts aus. Und ich hoffe, Sie haben Gelegenheit auch teilzunehmen, entweder live oder über die Aufzeichnung. Ja, der wichtige Hinweis darf nicht fehlen. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht. Und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, und auch noch in eigener Sache ein Hinweis. Sie wissen, mit uns zu kommunizieren, das kann etwas bringen. Das kann Verbesserungen bringen bei der Anwendung, kann Ihnen mehr Erfolg bringen und bringt uns etwas, denn wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen können. Wir freuen uns aber auch, wenn wir Ihre Berichte entgegennehmen, damit wir unsere Methodik auf dieser Basis immer mehr verbessern können. Und da gibt es viele Kanäle, zu uns zu kommunizieren, und ich will die nicht alle aufzählen. Da gibt es Forum, da gibt es also wirklich sehr, sehr viele Kanäle. Die zwei hier wichtigen möchte ich einmal nennen. Einmal das Erstellen eines Tickets. Wir beantworten sehr gern Ihre Tickets. Die werden vorgezogen sogar den E-Mails, die Sie mir schreiben. Deshalb empfehle ich Ihnen, nutzen Sie lieber das Ticket. Und das können Sie tun über die Seite ulrich-mtc.de/support. Dort können Sie übrigens auch einen Chat in der normalen Arbeitszeit live durchführen. Aber das Ticket lässt sich jederzeit dort eröffnen. Und ich sage Ihnen, wir behandeln Ihre Ticketanfragen mit höchster Priorität. Das also zum Ticket. Und dann gibt es natürlich wochentags zwischen 9 und 10 Uhr die Möglichkeit, mich anzurufen. Die Telefonnummer habe ich eingeblendet. Und wahrscheinlich, und diejenigen, die das schon öfter genutzt haben, wissen das, haben Sie kaum eine Chance, gleich mich an den Apparat zu bekommen. Aber das ist kein Schaden. Dann legen Sie einfach wieder auf. Ich rufe Sie dann zurück, so wie ich frei bin. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, mit mir zu kommunizieren. Und ich freue mich, Sie sollen das wissen, ich freue mich über jeden Anruf von Ihnen. Ja, soweit also zu dem Organisatorischen. Jetzt aus aktuellem Anlass, das verfolgt uns ja nun schon das ganze Jahr und wird auch nächstes Jahr weitergehen. Bitte, bitte setzen Sie, meine Damen und Herren, diese Jahr zu Hause ein AgileCare haben, die Anwendung mit dem Quellencode Index XUL10 ein. Da geht es um den Coronavirus und auch wieder um Fragen zuvor zu kommen. Ich habe das hier auch aufgeschrieben. Die Anwendung XUL10, die Sie ja schon seit Sommer haben, ist auch geeignet gegen die neue Mutation, die wir jetzt seit 2 Tagen zumindest über die Medien benachrichtigt bekommen haben. Auch dafür ist die Anwendung XUL10, also gegen das Coronavirus Version 3, ist das geeignet. Denn wir haben auch bei der neuen Version ähnliche Konstellationen, die ausreichen auf dem Gebiet der Eiweißbrücken, dass wir sie mit der Anwendung XUL10 gut beseitigen können. Normalerweise ist zu empfehlen, dass Sie das einmal am Tag durchführen. Wer häufigen Personenkontakt hat, wie zum Beispiel Ärzte in Arztpraxen, den rate ich auch mehrfach, das am Tag einzusetzen. Denn mit dieser Anwendung XUL10 sind Sie in der Lage, die Viren zu zerstören, ehe sie eben gehäuft bei uns im menschlichen Körper gehäuft zu einer Krankheit führen können. Ja, das also soweit. Und dann auch noch wiederum organisatorisch. Es gibt ein neues Setup. Die Version hat die Kennung 6.1.6. Und wie Sie wissen oder wie Sie es hier nachlesen können, ist ein Setup immer erhältlich über unsere Seite ulrich-mtc.de/download. Ich habe das hier eingeblendet. Also ulrich-mtc.de/download. Dort können Sie das Setup herunterladen und installieren. Was ist da neu? Neu ist eine Anwendung Acinetobacter baumannii. Hier handelt es sich um einen gefährlichen multiresistenten Erreger. Die Anwendung selbst hat den Quellencodex BOE8. Und Sie wissen ja, dass es eben aufgrund des zu großzügigen Einsatzes von Antibiotika, sagen die meisten, und ich schließe mich dem an, in industrialisierten Ländern große Probleme gibt mit resistenten, multiresistenten Erregern. Und das hat in den Jahren dazu geführt, dass eben in Deutschland zum Beispiel die Todesursache Nummer 1 ist an multiresistenten Keimen, die man sich im Krankenhaus erworben hat, zu versterben.
Ja, Bakterien sind also widerstandsfähig gegen viele verschiedene Antibiotika. Und wir haben aber bei diesen und der BOE8, diese Anwendung gegen diesen Acinetobacter baumannii, haben wir eben die Möglichkeit, dort mit Aglycea vorzugehen. Und da kann er sich mit seiner Resistenz nicht schützen. Ja, empfehle ich. Und deshalb verweise ich auch auf das neue Setup. Ich empfehle Ihnen, das einzusetzen. Hier habe ich einen wunderschönen, es folgen dann auch noch andere Berichte bekommen, die, sagen wir, wie vorgezogene Weihnachtsgeschenke auf mich wirken. Positive Rückmeldungen, wie jemand sich eben helfen konnte, in verschiedenen Fällen mit Aglycea die Lebensqualität zu verbessern. Und ich zitiere hier aus einem Bericht, den ich in den letzten Tagen bekommen habe. Nachdem mein Mann 2 Tage schlapp war, starke Kopfschmerzen hatte und bis 38 Grad Fieber, haben wir ihn auf Corona getestet. Positiv. Am selben Abend dreimal hintereinander die Corona-Frequenz angewandt. Am nächsten Morgen nur noch Schmerzen in den Augenhöhlen, die nach weiteren 2 Anwendungen verschwanden. Seitdem beschwerdefrei. Also ein wunderschönes Ergebnis. Und die Ehefrau selbst schreibt: Ich wende das Programm im Gegensatz zu ihm regelmäßig an und bin negativ getestet worden. Also wunderbar, schöne Sache. Ich möchte das hier deshalb sagen, weil es ein schöner Lohn ist für die Disziplin, Aglycea eben einzusetzen. Da wird man eben auch negativ getestet, wenn der Test zutrifft. Aber bei dem Mann, wo es eben zugeschlagen hat, war es auch möglich, durch, sagen wir, zeitnahen Einsatz und dreimal hintereinander das einzusetzen, die Viren oder das Virus eben effektiv zu zerstören. Gratulation und vielen Dank für den positiven Bericht. Das nächste. Uns schreibt jemand, er hat eine starke Beeinträchtigung, nämlich dadurch, dass er Schmerzen am Eckzahn hat. Und dass die Schmerzen reagieren auch auf Druck mit verstärkten Schmerzen wiederum. Die Empfehlung von uns über das Ticket war am 17.12., also wenige Tage zuvor, 2 Anwendungen, die ich hier aufgelistet habe. Einmal die Anwendung C899, Kieferosteitis. Und zweitens die Anwendung mit dem Quellencode-Index C1474, Staphylokokken und Streptokokken. Kleines V dahinter, verweist über verifiziert. Diese beiden Anwendungen wurden also sofort eingesetzt. Und die Meldung heute am 21., also 4, 5 Tage danach, ich zitiere: Die Anwendung bezüglich der Kieferwurzelzahnbehandlung habe ich früh und abends je einmal angewendet und die Schmerzen wurden von Tag zu Tag besser. Heute kann ich fast zu 100% wieder schmerzfrei essen. Auch hier Gratulation. Hier haben wir also auch das Richtige bekommen. Einmal über die Anwendung C899, wo es um die, sagen wir mal, Diagnose geht, obwohl es, Sie sehen schon, ich halte mich immer ein bisschen da zurück, obwohl es nicht um die Diagnose geht, sondern wir haben zur Kieferosteitis haben wir, also eine entzündliche Erkrankung des Kiefers, haben wir eine Sammlung von Frequenzmustern gegen die dort stehenden Parasiten. Und um sicher zu gehen und auch aus der Kenntnis, dass es meistens Staphylokokken oder und Streptokokken sind, haben wir zweitens noch angegeben die Anwendung C1474. Und somit vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Auch ein kleines vorweihnachtliches Geschenk für mich. Vielen Dank für die Rückmeldung. Und vielleicht, dadurch, dass ich es heute im Workshop sage, hilft es anderen auch, darüber Bescheid zu wissen. Ein 6-jähriger Junge, gar nicht weit weg von dem Ort, wo wir leben, hat sich erneut bei ihm die Erkrankung Morbus Köhler aufgezeigt. Das heißt Schmerzen, Veränderung der Knochenstruktur, Veränderung von einigen Gelenken. Und es zeigte sich deutlich ein schmerzender Buckel auf dem Fußrücken des Jungen. Und nachdem wir schon einmal erfolgreich waren und dafür gesorgt haben mit Aglycea, und das heißt, er hat eigentlich selbst dafür gesorgt, denn er hat das Disziplin eingesetzt, konnte er in diesem Jahr in die Schule eingeschult werden. Denn sonst wäre seine Erkrankung dort eben, wäre es ein Hindernis gewesen, ihn in die Schule zu bringen. Und nun trat erneut Morbus Köhler auf. Und am 8.12. erfuhren wir das
Und wir haben empfohlen, dass der Junge die Anwendung QUA1, also Quellencode-Index QUA1 durchführt und die Anwendung heißt Leck-Perthes-Krankheit. Zusätzlich haben wir noch empfohlen, die Haftelektroden zu verwenden, die sozusagen auf die Fußsohlen geklebt wurden. Und mit Stand vom 19.12., also kaum gerade mal 10 Tage später, Meldung, keine Schmerzen mehr, kein Buckel mehr zu sehen, also die Sache ziemlich gut gelöst. Wird noch nicht endgültig gelöst sein, deshalb haben wir empfohlen, es weiterhin täglich einzusetzen. Und ich denke, dass das weiterhin erfolgreich ist. Und große Freude auch hier wiederum auf meiner Seite empfinden, wie ein vorweihnachtliches Geschenk. Nächster Fall, ein 78-jähriger Anwender, der übrigens schon mehrfach sehr erfolgreich war bei verschiedenen Baustellen in seinem Körper mit Agricare, hat sich den Fuß verstaucht. Vorgestern war das erst. Und es kam zu einer Prellung mit starken Schmerzen. Und unmittelbar, dadurch, dass es zu Hause passiert ist und er Zugang hat zu dem Gerät, er ist ja ein Anwender, unmittelbar danach setzt er die Anwendung ein. Da braucht er gar nicht unsere Empfehlung, nämlich die Anwendung Prellungen. Die Anwendung hat den Quellencode-Index C194. Und schon nur nach einer Anwendung stellt er am nächsten Tag fest, dass er überhaupt keine Probleme mehr hatte. Also weder Hämatom, noch Prellung, noch Schmerzen, noch Schwellungen. Also wunderbar. Auch hierfür dem Anwender großen Dank von mir zurück. Und ich sehe das auch als kleines vorweihnachtliches Geschenk an uns. Denn wir fühlen uns irgendwie doch auch bestätigt, dass es gut ist, Ihnen Agricare nicht nur zur Verfügung zu stellen, sondern Sie auch zu schulen, damit optimal umzugehen. Ja, soweit also hier heute die eingesetzten Fälle und auch die organisatorischen Hinweise. Und jetzt sind wir sozusagen dabei, Ihre Fragen zu beantworten.